Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Lichtenberg 45 und dem RSV Eintracht. Begrüße sehr herzlich unseren Gästetrainer Patrick Hinze und unseren Trainer Rudi Raab. Endstand vor 459 Zuschauern hier in der Hobo Arena in Soschke 1:2. Zu den vorangegangenen knapp 97 Minuten würden wir gerne eine Einschätzung der beiden Trainer hören und würden da gerne mit unserem Gästetrainer Herrn Hinze beginnen. Ja, vielen Dank. Erstmal ein Hallo in die Runde. Wie man sich vorstellen kann, sind wir natürlich sehr, sehr glücklich und zufrieden, dass wir heute die Serie von Lichtenberg 47 unterbrechen konnten und für uns vor allem 3 Punkte mitnehmen können in unserer Situation. Wir spielen in der Saison weitaus unter unseren Möglichkeiten. Wir haben viele Punkte nicht geholt, die wir vielleicht hätten holen können oder müssen, durch krasse individuelle Fehler und auch Fehlen im Spielglück. Ich glaube, dass wir heute in allen Belangen oder von allen etwas dabei hatten. Ich mache meiner Mannschaft ein Riesenkompliment. Taktisch hervorragend gearbeitet. Wir wussten, dass wir nicht alles verteidigen können gegen Lichtenberg. Das ist eine gute Mannschaft, haben Plan, haben sich Chancen erspielt. Wir haben es immer wieder geschafft, dass der Gegner so gestört wurde, dass der Ball nicht aufs Tor kam. Hat einen guten Torwart im Tor, waren hellwach und haben dann zugestochen. Das war der Plan in der ersten Halbzeit zum 1-0. Und ich glaube, dass wir dann halt auch, wenn Lichtenberg die Tore nicht macht, wie das 2-0 früher machen müssen, dann wäre das Spiel schon früher klar gewesen mit den 3 Kontersituationen. Die waren für mich klar. Da kann man ein Tor machen, machen wir nicht. Und dann ist das so im Fußball, dann kriegt man das Gegentor. Lichtenberg hat gedrückt, wir haben verteidigt, wir haben alles reingehauen in die Waagschale und am Ende setzen wir doch einen Konter und gewinnen das Spiel noch 2-1. Und zwar ist vorm Spiel egal, wie das für die Zuschauer draußen aussah. In der Situation geht es für uns um Punkte und das hat meine Mannschaft heute geschafft. Und daher sind wir alle sehr, sehr glücklich. Vielen Dank. Vielen Dank und jetzt unser Trainer Rudi Raab. Ja, erstmal ein Glückwunsch zum Sieg, so fair muss man ja auch sein. Ja, die Serie angesprochen, sind glaube ich 26 Spiele ungeschlagen in allen beiden Wettbewerben. Und irgendwann reißt dann so eine Serie, genau das, was Patti auch angesprochen hatte, eine Mischung aus Spielglück, selber die Torchancen nicht genutzt, ein bisschen Unaufmerksamkeit bei den Kontern und dann vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung nicht unbedingt für uns. Und dann kommt so ein Ergebnis zustande. Ich kann der Mannschaft eigentlich gar nicht so viel Vorwürfe machen. Ich finde, wir haben uns ordentlich gespielt, auch erste Halbzeit fußballerisch das Spiel dominiert, aber gerade gegen so einen tiefstehenden Gegner musste dir dann auch erstmal Torchancen erarbeiten und das haben wir dann zu wenig gemacht. Ich finde, in der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser, aber klar, mit den schnellen Spielern vorne sind die Konter immer, ist man immer konteranfällig. Was wir uns vorwerfen müssen, ist, wir halt einen 0-1 durch einen Eckball in Rückstand geraten, wo wir vor 2 Wochen beispielsweise dann selber eben durch 1-0 in Führung gehen. Bobby köpft heute noch einen Eckball ans Lattenkreuz. Also es ist genauso, alle ich habe gesagt, zur Halbzeit, die Würfel sind heute irgendwie alle gegen uns gefallen. Und dann muss man halt zweite Halbzeit die 3-4 Chancen, die man dann hat, muss man nutzen. Und dass man dann noch einen Konter kriegt, steht es 1-2 und dann hinten raus hat man vielleicht noch die Chance auf den Ausgleich, wie es dann immer so ist. Aber am Ende haben wir das Spiel verloren. Und müssen wir jetzt so akzeptieren und müssen weitermachen. Ja, man kann beim Fußball kann nicht immer nur die Sonne scheinen wie vor 2 Wochen. Ab und zu ist auch mal schlechtes Wetter. Das hat dann heute auch irgendwie insgesamt sinnbildlich. Und wir müssen uns vorwerfen, dass wir einfach zu wenig Ertrag aus unserem Ballbesitz und unseren Toraktionen haben. Ja. Und dann hat am Ende Stanzhoff das Spiel dann aufgrund der 2 Tore dann auch verdient gewonnen, wenn man so will. Wenn man ein Tor mehr schießt als der Gegner, hat es dann auch verdient. Vielen Dank. Gibt es Fragen von Pressvertretern? Gut verteidigt und dann die Konter, vielleicht hätten sie den Satz vielleicht noch früher zumachen können. Ja, sagt sicher. Wir wussten natürlich, dass Lichtenberg dann halt auch alles nach vorne wirft und versucht mit aller Kraft und Gewalt das Tor zu machen. Das
natürlich auch super schwer zu verteidigen, haben alles reingehauen, wussten aber auch, dass wir eine Kontersituation kriegen, dass wir das auch können, haben dann aber ja, die Chancen nicht genutzt und dann muss man weiter zittern. Aber im Endeffekt war es nach vielen Spielen wieder mal so ein Spiel, wie wir es in den letzten Jahren mal gemacht haben, mit Mann und Maus verteidigt gegen bessere Mannschaften und am Ende waren wir, glaube ich, nicht nur der Glücklichere, sondern auch, wie der Kollege schon sagt, nicht der ganz unverdiente Sieger. Ja, das ist dann leider bitter für mich, mehr gerade in der Situation, aber ich will mich dafür nicht entschuldigen. Ne? Gibt es weitere Fragen? Dem scheint nicht so zu sein. Dann bleibt mir noch, mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit zu bedanken und ein schönes Weißwochenende zu wünschen. Vielen Dank.